euch und Servus miteinander. Ja, was haben wir heute zu tun? Auf alle Fälle gleich einmal ein Mistverfahren. Und ja, es gibt aber Neuigkeiten, die will ich euch nicht vorenthalten. Es dreht sich um meine Untermiete im Stall. Aber jetzt machen wir erst einmal den Mist. Und dann sehen wir weiter. Viel Spaß dabei.
Laufweg da. Ja, worum es mir eigentlich ging, was ich euch im Stall zeigen wollte, was sich verändert hat. Also, kein loses Material mehr, sondern jetzt wieder Heuballen. So weit sind wir schon mal. Und, ja okay, Radfrisch sauber. Eh klar, naja. Meine Untermieter, die ich hier drinnen habe, schon ausgeflogen. Meine Schwalben haben sich dazu entschlossen, sie verlassen das Nest. Die Jungen sind jetzt Flügge geworden und die sind fleißig draußen unterwegs. Man sieht sie immer mal wieder. Die segeln auch mal immer so darüber. Also wie es ausschaut, 7 Schwalbenküken sind durchgekommen. Freut mich auf alle Fälle ungemein. Das ist das allererste Mal, dass die eine Brut bei uns hier gehabt haben auf dem Hof. Und dann gleich 7 Stück. Also da bin ich richtig begeistert. Finde ich echt klasse. Wenn ich sie bei Gelegenheit einmal sehe, versuche ich einmal zu filmen. Sind wir schön, die fliegen jetzt wie so ein kleiner Schwarm immer hier hinweg. Da kommen dann auf einmal 7 Stück plus die Elterntiere und segeln hier drüber. Da ist eine unterwegs. Da drüben am Haus fliegen sie jetzt momentan. Ja, sieht man natürlich schlecht. Ach so, und weil im letzten Video gekommen ist, ob ich nicht einmal nur ein Grundstück zeigen könnte, natürlich kann ich das gerne nochmal machen. Hatten wir zwar schon mal. Es ging darum, wie groß ist es eigentlich? Ja, das ist ganz einfach. Wir haben eine Fläche von 12.187 Quadratmetern. Das macht eine Fläche von ca. 1,22 Hektar, 1,21, 1,22, je nachdem, ob man auf- oder abrundet. Ja, da kommen natürlich dann die Flächen von weg, wo die Gebäude draufstehen. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber ist der Weg ja schon ein relativ großes Grundstück. Aber es ist ja nicht nur zum Spaß da, das Grundstück, sondern es ist ja alles auch mit Arbeit verbunden. Also wir haben Nachbarn, die sind immer ein bisschen neidisch drauf, weil wir ja so ein ach so tolles großes Grundstück haben. Ja, aber so toll ist das nicht, du hast damit auch genug Arbeit. Das vergessen aber viele, dass du den ganzen Tag dann stehst. Du musst im Herbst musst Laub wegkehren, du musst das Laub vor die Wiesen runter machen, du musst die Bäume ausschneiden, Hecken ausschneiden. Du hast zu schauen, dass das ganze Grundstück da überhaupt da was erwirtschaftet, weil ich meine, wir haben ja die Landwirtschaft, die Wiesen wollen gemäht werden, normal der Rasenschnitt, den hast du ja auch. Also wer jetzt denkt, das ist alles nur mit Spaß verbunden, da ist ja auch viel Arbeit dahinter. Gut, die Arbeit kann man sich natürlich so wie ich immer auslegen, wie man möchte, und dann macht natürlich die Arbeit auch Spaß. Aber für andere, die jetzt da denken, oh, die haben so ein schönes, tolles, großes Grundstück, das müssen ja Multimillionär sein, also nee, nicht wirklich. Es wäre schön, ja klar, aber das sind wir beim Weiden nicht. Wir sind froh, wenn wir über die Runden kommen. Und ja, das Grundstück ist mit Arbeit verbunden. Klar ist es schön. Schön, wenn man sich Sonntag einmal aussetzen kann und kann sich bequem umgucken und sieht dann alles, was man geschafft hat die Woche über. Aber wie gesagt, man hat halt die Woche über auch Arbeit.
Ja, und was ist dann heute noch passiert? Oder besser gesagt, das war ja gestern. Da habe ich schon mal angefangen. Das kann ich euch noch zeigen, bevor wir heute Feierabend machen. Gehen wir erst einmal ein bisschen frühstücken. Zwei fange ich das Arbeiten an. Ich war gestern wieder fleißig. Also die Teile da drüben, die sind ja schon alle geschliffen. Die sind soweit fertig. Gut, der Tank gehört noch geschweißt. Da traut sich bloß keiner so recht nach. Ich habe jetzt gesagt, ich versuche es einfach einmal. Ich fülle den mit Wasser und dann, ja, mehr als dass er mir um die Ohren fliegt, kann mir nicht passieren. Wenn da keine Flocks mehr kommen, dann wisst ihr, dass es schief gegangen ist. Aber den Tank möchte ich schon wieder übernehmen, weil so einfach ist es leider nicht, den anderen zu übernehmen. Und das Löchle muss ich zuschweißen. Ja, ist einfach durchgescheuert. Hilft ja nicht. Machen wir es wieder dicht. Ja, und was habe ich gestern gemacht? Den Vorderachsbock angefangen, man sieht es schon. Und ja, ich habe ihn nochmal gründlich gewaschen mit dem Heißdampfstrahler. Wen das interessiert, ist ein Kärcher HDS 990. Könnt ihr ja mal im Internet nachgucken. Ist ein gebrauchter, uralt, nichts Neues. Aber er erfüllt für uns den Zweck, den wir haben. Und ja, da habe ich gestern den Vorderachsbock dann nochmal sauber abgewaschen damit, fettfrei gemacht. Und jetzt geht es dann dran, außen vor allem die Radnarben gründlich abzuwaschen. Und den Bock selber hinten noch. Die Achse selber ist ja soweit fertig. Ja gut, obendrauf noch ein bisschen. Und dann wird es auch noch werden. Ja, und was ich dann noch machen muss, das habe ich mir so überlegt. Mir ist ja bei meinem Werkzeugkasten leider irgendwie da der Deckel abhanden gekommen. Jetzt wäre es natürlich das Einfachste wirklich zu sagen, ich nehme den Werkzeugkasten und den kleineren Tank vom K15 und verbaue die Batterie dann auch unter der Haube. Aber wie gesagt, das ist leider nicht ganz so einfach. Das ist alles ein bisschen anders gebaut. Da ist der ganze Lenkbock vorne anders. Sieht man hier. Die Löcher sitzen tiefer, die Löcher sitzen höher. Da läuft die Hydraulikleitung, da läuft natürlich keine. Geht alles gar nicht so einfach. Na, ist halt so, wie es ist. Ich habe mir jetzt gedacht, da ist ja noch eine Klappe dran. Die Klappe passt ja aber nicht 1:1 auf den. Aber ich habe noch Scharniere und ich habe noch vorne dran mein Schließblech. Das werde ich da davon abnehmen und werde es dann aus einer Blechplatte einfach eine Klappe rausschneiden. Ich habe da hinten noch so Blechreste liegen. Jetzt schneide ich mal einfach eine kleine Klappe zurecht. Schweiß dann die Trümmer da drauf und baue das ganze Ding dann wieder daran. Und dann sollte das passen. Da fackeln wir gar nicht lang. Dann ist das auch gemacht. Ja. Und dann haben wir heute noch eine Kleinigkeit erledigt gehabt. Ich habe heute wieder ein Gras gemäht für meine Viecher. Die haben was zu tun, sind beschäftigt. Nein, die Koppel ist noch nicht versetzt. Ich schneide jetzt erst einmal das Gras um die Bäume weg. Dann muss ich nicht mit dem Zaun unter die Bäume durch. Das kriegen sie immer über den Zaun drüber. Und wenn das weg ist, dann kann ich den Zaun versetzen. Und dann passt das auch. Ja, und da habe ich mir gleich wieder eine Ladung für morgen noch mitgemäht. Dann ist das auch gemacht. Ach so. Und falls jetzt jemand fragt, warum hast du jetzt nicht den KL300 genommen, um den Mist zu verfahren? Ganz einfach. Ich war einfach jetzt zu faul, das Auto erst rauszufahren. Der steht ja da. Zumal der frisch gewaschen ist. Und einsauen wollte ich mir jetzt nicht. Beziehungsweise der IHC war ja sowieso dreckig. Und dann hat es ganz gut gepasst, weil danach mit dem Schlauch ein wenig abspritzen, das war eigentlich alles so geplant. Ist gar nicht verkehrt, dann sind die Scheiben wieder ein wenig sauber. Und bei dem, da hätte ich mir dann bloß vom Abspritzen von der Lore die Scheiße auf den Bulldog spritzt. Den habe ich jetzt erst gewaschen und das muss ja bei bestem Willen nicht sein. So, das war's dann für heute. Wie es weitergeht, sehen wir dann. We'll be right back.
sonst? Was ist sonst noch passiert? Jetzt habt ihr einen kleinen Hofrundgang gehabt oder Rundflug über die Ländereien. Ein bisschen wackelig, ja, es war ein bisschen windig und ja, ich bin schon länger nicht mehr geflogen. Sowas kommt vor. Ja, habt ihr das auch mal wieder gehabt? So, zum Kramer. Was ist jetzt passiert die letzten Tage noch? Was ich noch geschafft habe, ich habe den Vorderachsbock komplett abgeschliffen und habe den einen Nabendeckel gerade getauscht. Da habe ich mir den vom K15 genommen, weil der andere hatte einen Riss, da ist das Fett rausgelaufen. Ja, das ist gemacht. Was ich jetzt noch machen muss, die Gummimanschetten, die da drauf sind, sind teilweise gerissen oder kaputt. Also zum Beispiel die obere da, die ist kaputt, die untere ist wieder tipptopp. Da drüben ist die untere kaputt, die obere ist wieder besser beieinander. Ja, das Ganze muss ich jetzt dann auseinanderbauen. Dann mache ich das einmal auf und dann tausche ich die untereinander. Nehme eventuell auch noch von der. Und was ich übernehmen möchte, weil mir gefällt es ehrlich gesagt fast ein wenig besser. Der KA15 hat im Vergleich zum KA15 oben keine Manschetten, sondern so Blechdeckelchen oder Blechschalen, die da drüber sitzen. Und da siehst du A nicht, wenn das Fett rauskommt, B, das Ganze ist irgendwie meiner Meinung nach besser geschützt. Und ja, wie gesagt, das habe ich jetzt vor, das will ich übernehmen auf dem anderen. Das gefällt mir ehrlich gesagt optisch fast ein wenig besser. Und ist ein wenig komfortabler, geht weniger kaputt. Da sitzen auch keine Manschetten, nichts drunter, das muss ich noch umbauen. Ja, und wenn das gemacht ist, dann ist die Vorderachse soweit fertig. Dann wird sie noch einmal gewaschen, dass nochmal das gröbste Fett wegkommt. Und dann fliegt die auch mit darüber auf meinen Haufen, geschliffene Teile. Dann geht es an die Motorhaube, da werde ich den Stabschleifer nehmen, den ich habe, und den Kühler selber. Die Scheinwerfer werde ich dann noch bearbeiten und den Lampenträger. Ja, und dann geht es eigentlich schon ans Armaturenbrett vom K15. Ja, da muss ich jetzt, wie gesagt, mal gucken mit dem Lackieren. Gute Frage. Wie ich das jetzt am geschicktesten anstelle. Also entweder ich mache es original, so wie es ist, grün. Dann muss ich aber erst einmal alle Teile ausbauen aus dem Armaturenbrett. Also alle Stecker, Schalter und. Gut, ich meine, das ist keine große Sache eigentlich. Und würde das dann entlacken und lackieren. Und dann halt wieder zusammensetzen. Ja. Und wenn das gemacht ist, dann geht es ja schon an den da. Ja, momentan sieht es halt so aus, der Motor liegt komplett zerlegt drin bei meinem Vater auf der Arbeit. Und da liegt er jetzt. Also ich schätze mal, da wird es frühestens Anfang September weitergehen. Wenn ich ein bisschen Glück habe, ich habe eine Versicherung, die ich gekündigt habe, die ist eigentlich nutzlos. Ja, oder überflüssig, sage ich ja mal. Also ich habe das einmal durchgerechnet, da ist mir damals ein bisschen das Ohr kaut worden, so hier mal. Da habe ich mir gedacht, naja, macht mir. Aber das passt mir nicht. Mal gucken, ansonsten schätze ich mal Anfang September wird es da weitergehen mit dem Motor. So lange bleibt der halt jetzt einfach liegen. Ich kann es nicht ändern. Klar wäre es schöner, wenn es schneller ginge, aber ich brauche jetzt definitiv 340 Euro für die Kolben und Laufbüchsen und die 220 Euro für die Zweitpleuillager. Also nicht wie im letzten Video, wo ich es da drunter geschrieben habe. Zwei Stück kosten das, wo ich mir gesagt habe, eines. So was passiert, ja. Das brauche ich dann auf alle Fälle und dann auch mal durchgucken, was eventuell noch so an Anlagebüchsen oder was kaputt ist und die Kurbelwelle aufarbeiten. Das wird mich schätzungsweise komplett um die 700 kosten. Dann kommt noch die Einspritzpumpe dazu und erst wenn das dann, also wie gesagt, da brauche ich halt, wie gesagt, das Geld und da muss ich jetzt dann einfach ein wenig sparen, das ist halt so und so lange bleibt es liegen. Und wenn ich es dann habe, dann geht es da auch weiter. Bis dahin mache ich halt jetzt ganz normal hier meinen Lack soweit. Dann habe ich auch noch was zu tun. Kann die Verkabelung soweit schon wieder neu legen. Weil ich meine, den hinteren Bau kann ich schon wieder zusammensetzen. Der Vorder hat nice Getriebe reingeguckt, hat er offen gehabt, hat er gesagt, soweit in Ordnung. Könnte Ölwechsel gemacht, wenn er dann warm gefahren ist und dann ist gut. Gas soweit in Ordnung. Die Welle hat er jetzt nochmal begutachtet, hat er gesagt, die ist auch soweit in Ordnung. Gut, wenn er das sagt, dann wird es wohl auch passen, gehe ich davon aus. Ja, und dann mache ich, wie gesagt, hier ein bisschen weiter, dass der soweit gar fertig ist. Und ja, dann geht es ja eigentlich bloß noch ans Zusammenstecken am Schluss. Und dann wird da der draußen wieder ein Schlepper.
Und wie gesagt, also ich denke, meinen Termin bis zum 9.9. werde ich leider nicht halten können. Wäre natürlich am schönsten gewesen, aber es ist halt so. Mein Gott, dann klappt es halt bis dahin nicht, wenn er bis zum Winter fertig ist. Schauen wir mal weiter. Na gut, in diesem Sinne, das war's für diesen Vlog. Ist wieder nicht viel passiert, ein bisschen hier, ein bisschen da, Mistverfahren, na halt die üblichen Arbeiten. Heu ist aktuell noch nicht spruchreif, ich habe zwar unten noch zwei Wiesen, aber dazu muss es jetzt ein paar Tage richtig schön bleiben und ich muss Zeit haben. Und ja, wenn ich auf die Arbeit renne, dann kann ich nicht zusätzlich da das Heu, das klappt einfach nicht. Das muss ich mir jetzt einteilen, eventuell dann in zwei Wochen, wenn ich es mit mähe, da habe ich Urlaub. Oder jetzt anderthalb Wochen eigentlich noch. Dann habe ich zwei Wochen Urlaub, dann geht hier auch wieder irgendwas weiter. Zweckslacken und so weiter und so fort. Und dann kriegen wir das hin. Ja, die Wiese, die wo ich da quasi jetzt dann noch mit abernten darf, die habe ich euch ja auf dem Video mit gezeigt. Die andere Wiese ist ja weiter oben, die hat man nicht gesehen. Und so viel dazu. Auf alle Fälle in diesem Sinne, ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen jetzt dann ein wunderschönes Wochenende. Also bei uns das Wetter passt jetzt optimal. Es hat so ein paar Tage geregnet und jetzt haben wir Sonnenschein. Ist wie gesagt tipptopp, geht wunderbar. Und ja, dann wünsche ich euch dasselbe. Wenn der Regen braucht, wünsche ich euch Regen. Wenn der Sonne braucht, weil vielleicht jemand schon abgesoffen ist, dann wünsche ich demjenigen Sonne. Und in diesem Sinne, bis zum Dienstag, bis um 16.30 Uhr. Servus, bis dahin.